und der Deutschen Bahn AG über Sand bereits am 5. März. Wir stellen diesmal Forderungen nicht nur für Lokführer und Zugbegleiter, für unser Kernklientel, sondern wir haben auch weitere drei Bundesrahmentarifverträge als Forderungen erhoben, nämlich für die Fahrzeuginstandhaltung, für die Fahrweginstandhaltung und für DB-Netz und Station und Service. Wir sind der festen Überzeugung, dass die systemrelevanten Eisenbahner mehr verdient haben, als das, was bisher an anderer Stelle abgeschlossen worden ist. Nun gab es im Vorfeld eine große Zählung, wie ist denn die ausgegangen? Wir haben nicht gezählt. Wir lehnen es ab, uns in ein Verfahren einzulassen, das weder rechtlich sicher ist, noch den Überprüfungen standhalten wird. Wir lassen nicht einen Notar, der womöglich die ganzen Grundstücksverkäufe der Deutschen Bahn AG vorgenommen hat, darüber befinden, wie viele Mitglieder wir haben. Wir haben im Verfassungsgericht eine klare Botschaft bekommen. Wir wissen, dass die Gerichte angehalten sind, die Überprüfung durchzuführen. Und wir haben an der Stelle als nächstes vor, das auch tatsächlich gerichtlich, so wie es vorgeschrieben ist, feststellen zu lassen. Da schauen wir mal, wie denn das Verfahren ist. Und da schauen wir auch mal, wo denn die Mehrheiten an Mitgliedern sind. Das, was die Bahn hier gemacht hat, ist tendenziös. Wir erleben das jeden Tag. Die Bahn arbeitet eindeutig daran, unsere Mitglieder von der Gewerkschaft zu lösen und sie in die andere Gewerkschaft hineinzutreiben. Das ist nicht nur unanständig, sondern eines Arbeitgebers, der in der öffentlichen Hand im Eigentum ist, unwürdig. Das Tarifeinheitsgesetz zum 1. April, sollte das angewandt werden, habe ich noch im Hinterkopf von der Bahn. Was ist denn draus geworden? Was würde das für die GDL bedeuten? Nun, die Riesenwelle, die diese Bahn gemacht hat, erzeugt natürlich Unruhe. Wir nehmen allerdings etwas wahr, was wir mit Freude zur Kenntnis nehmen. Die Unruhe und der Frust der Belegschaft richtet sich gegen den Arbeitgeber. Und das ist richtig so. Kein normaler Mensch würde so ein Vorgehen auch nur ansatzweise in seiner Belegschaft vornehmen. Wir haben an der Stelle zu verzeichnen, dass das Management offensichtlich, um überlebensfähig zu bleiben und den Konzern so zu erhalten, wie er heute ist und wie man ihn sich zurechtgemacht hat, alles tut. Auch die eigene Belegschaft piesacken und der eigenen Belegschaft Rechte entziehen, die die sich in den vergangenen 10 Jahren erkämpft haben. Wie sehen Sie denn die wirtschaftliche Lage der Bahn? Mir geht es ja derzeit aus verständlichen Gründen nicht so gut. Müssen Sie da nicht beitreten? Nun, erstens ist festzuhalten, dass die wirtschaftliche Lage der Bahn zwar schlecht ist, aber sie ist nicht durch Corona so schlecht, sondern wir haben die schlechte wirtschaftliche Lage der Unternehmen in diesem Konzern schon davor gehabt. Schon 2019 wurde mit einer schlechten Bilanz abgeschlossen. Und das, was jetzt unter Corona alles versteckt wird, ist keinesfalls das Ergebnis der Corona-Pandemie. Und deswegen wenden wir uns dagegen, dass die systemrelevanten Berufe den Gürtel enger zu schnallen haben. Das Angebot der Bahn an uns ist dieses Jahr minus 1,5%, nächstes Jahr 0%. Und wir sagen, die Eisenbahner in den systemrelevanten Berufen haben Besseres verdient. Sie werden einen Tarifabschluss von der GDL bekommen, der über dem liegt, der mindestens mal Inflationsausgleich beinhaltet und der vor allen Dingen anerkennt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen tagtäglich draußen in den Zügen unterwegs sind und den Menschen in diesem Land ein Verkehrssystem zur Verfügung stellen. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich verhandeln? Zuerst hieß es ja, Sie würden nur über das Thema Tarifeinheitsgesetz sprechen wollen, also wofür der Abschluss letztlich gelten soll, also für wen, für welche Beschäftigten. Oder wollen Sie jetzt auch tatsächlich über die Forderungen schon verhandeln? Wir haben heute die erste Verhandlung und die Verhandlung bewegt sich ausschließlich über die Forderungen und das, was die Deutsche Bahn AG anbietet. Ich hatte gerade ausgeführt, dass die Deutsche Bahn für dieses Jahr minus 1,5 anbietet und für nächstes Jahr 0. Und darüber ist zu verhandeln. Wir verhandeln nicht über TEG. TEG ist ein Gesetz, das wirkt auf uns und auf andere. Und darüber gibt es nichts zu verhandeln. Wir haben im Vorfeld dieser Verhandlungsauftaktes heute mit der Bahn verhandelt und auch die EVG aufgefordert, sich zu positionieren. Die Bahn möchte oder verlangt ein trilaterales Abkommen. Die EVG lehnt dieses ab. Damit sind die Vorbedingungen für die Verhandlung klar fokussiert. Wir verhandeln für uns als GDL, wir schließen eigenständige Tarifverträge ab, ja, und wir legen es auch darauf an, dass es zum Schluss zu einer Tarifkollision kommt, denn wir haben diametral Forderungen, vor allen Dingen im Arbeitszeitbereich. Wir haben Forderungen auch bei den Leuten, bei den Kollegen eingelegt, die jetzt neu hinzukommen, wo wir Mitgliederzulauf haben aus den Werkstätten, von Fahrdienstleitern und auch von der Fahrweginstandhaltung. Auch für diese Bereiche ist es dringend notwendig, die Tarifverträge zu verbessern. Das, was wir vorgefunden haben, ist nicht geeignet, in die Zukunft zu gehen und das System Eisenbahn in Deutschland tatsächlich zukunftsfähig zu gestalten, um die Berufe in den direkten Bereichen
auch entsprechend mit Personal aufzufüllen. Der technische Ablauf, zweite und dritte Runde, wann wird das passieren? Heute ist der erste Tag, die erste Verhandlung. Alles andere wird im Rahmen der Verhandlung festzulegen sein. Ich will mal hoffen, dass das besser läuft als in der Vergangenheit. Denn bei der letzten Zusammenkunft, als es noch ums TEG ging, konnten wir uns zum Schluss noch nicht mehr darauf verständigen, wann der nächste Termin ist. Herr Pselski, die Bahn hat ausgerechnet, dass Ihre Forderungen zu Kostensteigerungen von mehr als 40% führen. Können Sie das nachvollziehen? Wissen Sie, bei diesen Zahlen, die die Bahn in die Welt setzt, da bin ich wahrscheinlich auf der Rekordjagd. Die GDL hat 2007 30% an die Backe genagelt bekommen, jetzt sind es 46%. Würde mich nie wundern, wenn es noch mehr wird. Wir reden darüber, dass wir in Verhandlungen gehen und dass wir Forderungen gestellt haben. Und der Abschluss sieht oftmals sehr anders aus als das Forderungspaket selbst. Und wenn ich mir die Zahlen der Bahn anschaue, wie sie den Steuerzahler linken, indem sie Milliardensummen als Corona-Schäden aufrufen, dann sind die 46%, die hier in die Welt gesetzt wurden, genauso wenig wert wie die 5,7 Milliarden, die als Corona-Schaden ausgegeben werden, es aber nicht sind. Warum haben Sie so lange gezögert, in Verhandlungen einzutreten? Was heißt gezögert? Wir haben die Vorbedingungen zu schaffen gehabt. Wir hatten die Vorbedingungen am Anfang, während der Schlichtung voriges Jahr, ging es um einen bilateralen Vertrag, nämlich die Fortsetzung unseres Grundsatztarifvertrages. Das hat die Bahn rundheraus abgelehnt. Damit hat sie eine neue Rahmenbedingung geschafft und wir haben die Rahmenbedingung erstmal vorab geklärt. Es war zu klären, ich lasse mir da nicht mitten in der Verhandlung neue Rahmenbedingungen aufdrücken. Es war zu klären, ob es ein trilaterales Abkommen gibt und das gibt es nicht. Und zwar einerseits, weil die Deutsche Bahn für uns unanständige Bedingungen gestellt hat und andererseits, weil die EVG abgelehnt hat. Damit ist glasklar, es herrscht TEG und wir werden damit zurechtkommen. Wir werden am Ende in den Betrieben die Mehrheit haben. Denn das, was die Bahn zurzeit getürkt hat, an 16 Betrieben, die sie GDL-Mehrheiten unterstellt. Das ist nicht die Realität, aber da werden die Menschen noch munter werden, wenn sie sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen sich auch auf den Weg machen, um für ihre Rechte entsprechend zu kämpfen. Welche Rolle spielt bei Ihrer Verhandlungsstrategie die Aussicht, dass ein Streik im Lockdown kaum jemandem wehtut? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ein Streik jemandem wehtut. Die Frage, ob wir streiken, entscheiden wir dann, wenn die Verhandlung kein Ergebnis bringt. Aber ich kann Ihre Frage nachvollziehen, denn alle Handlungen, die bisher vom Management der Deutschen Bahn unternommen worden sind, die laufen darauf hinaus, dass sie eigentlich gar nicht verhandeln wollen. Sie wollen, dass wir, wenn es geht, gestern schon gestreikt haben, denn das Management bei DB Regio zum Beispiel hat in Geheimpapieren bereits eine Vorbereitung auf den Streik am 1. und 2. April. Die trainieren also schon kräftig, obwohl wir noch nicht mal mit Verhandeln begonnen haben. Das heißt klar und deutlich, dieser Arbeitgeber legt es darauf an, eine erneute Auseinandersetzung mit den Menschen im direkten Bereich zu haben. Und dieser Arbeitgeber, der sich selbst die Taschen vollstopft und Boni zahlt, während er dem direkten Personal eine Minusrunde verordnet, dieser Arbeitgeber will, dass diese GDL streikt. Der will offensichtlich weder verhandeln noch Kompromisse schließen. Von daher sind wir ganz gespannt, wie heute der erste Tag verläuft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir weder ein Angebot bekommen, außer dem, was ich gerade genannt habe, noch zu irgendeinem Zwischenergebnis kommen am heutigen Tage. Vielen Dank.